Ich wünsche einen fröhlichen Tag, und wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 42, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Aktuelle Stunde gegen Behinderung von Berichterstattung, Bedrohung von Journalisten und Journalistinnen sowie Fake News, Pressefreiheit auch in Hessen entschlossen verteidigen, 19-4432. Das Wort hat der Kollege Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben diese Aktuelle Stunde beantragt, weil wir glauben, dass wir hier als Hessischer Landtag ein klares Zeichen setzen müssen für Pressefreiheit, für die ungehinderte Berichterstattung unserer Medien und gegen das Aussperren von Journalistinnen und Journalisten bei Veranstaltungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit sind in unserem Land, sind in unserer Verfassung besonders geschützt. In Artikel 5 des Grundgesetzes heißt es, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk, Film werden gewährleistet. Das, was wir in der letzten Zeit zu diesem Thema erleben, ist erschreckend. Wir treten gemeinsam denen entgegen, die freie Berichterstattung behindern, Journalistinnen und Journalisten aussperren und private und öffentliche Medien als Lügenpresse bezeichnen. Das geht nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine Demokratie lebt vom Diskurs, von Debatte. Die veröffentlichte Meinung müssen einem nicht gefallen. Das geht uns als Politikern und Politikerinnen auch manchmal so. Es ist aber das Grundrecht der Journalistinnen und Journalisten, in Wort, Schrift und Bild kritisch zu berichten und ihre Einschätzungen von Veranstaltungen, auch und gerade von Parteiveranstaltungen, zu veröffentlichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wo sind wir denn hingekommen, wenn wir den Medien als vierte Gewalt dieses Recht nicht zugestehen? Und längst ist es nicht mehr. Längst ist es nicht mehr nur die rechtsextreme NPD, die Journalistinnen und Journalisten an der Berichterstattung hindert oder sogar bedroht. Als ich am Wochenende in Koblenz Vertreter neofaschistischer und rechtsextremer Parteien aus ganz Europa trafen, schloss der Organisator AfD-Europaabgeordneter Markus Pretzel Journalistinnen und Journalisten unter anderem der öffentlichen Medien, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, des Spiegels und des Handelsblattes aus. Die Journalistinnen und Journalisten, die an der Veranstaltung teilnehmen, mussten ein Anmeldeformular unterschreiben. Und auf dem Anmeldeformular steht der Passus, ich nehme zur Kenntnis, dass die Veranstalter sich vorenthalten, Teilnehmer von vor und während der Veranstaltung ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme auszuschließen. Zitat zu Ende. Das ist ein Umgang, liebe Kolleginnen und Kollegen, den wir in einer Demokratie mit Presse nicht durchgehen lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Vorgehen, Zitat aus dem Tagesspiegel, das Vorgehen erinnert an den Landesparteitag der FDP in Baden-Württemberg vergangenes Jahr. Damals hatte die Partei sämtliche Journalisten den Zutritt verweigert. Offizielle Begründung, offiziell begründete der Landesvorstand den Ausschluss der Presse damit, dass eine voreingenommene Berichterstattung verhindert werden sollte. Zitat zu Ende. Liebe Kollegin, das war die AfD. Ja. Liebe Kollegin, die FDP war es natürlich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das war die AfD in Baden-Württemberg. Wenn man sieht, wie hier mit Pressefreiheit umgegangen wird, wenn man hier sieht, wie hier unser Grundgesetz mit Füßen getreten wird, sind die Demokraten in diesem Hause aufgerufen, dazu das Wort zu erheben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist auch schon sehr bedenklich, wenn ein gewählter und vereidigter Präsident der USA als allen Ernstes erklärt, er befinde sich im Krieg mit den Medien. Die, die es wagen, zu berichten, dass bei seiner Amtseinführung weniger Menschen waren als bei der seines Vorgängers. Es ist beängstigend, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn in der ältesten Demokratie der Welt
so mit Pressefreiheit und mit der freien Berichterstattung umgegangen wird. Wenn man bedenkt, dass der erste Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten 1791 verabschiedet wurde und er einen Grundrechtskatalog beinhaltet, der die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit schützt, dann muss man sich schon sehr wundern über das, liebe Kolleginnen und Kollegen, was zurzeit auch in Amerika passiert. Aber die rechten Populisten und die Neofaschisten in Europa stehen dem in nichts nach. Diese Entwicklung finden wir besorgniserregend, und es gilt, die Presse- und Meinungsfreiheit in unserem Land zu verteidigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Angst der Spalter und Hetzer vor unabhängiger Berichterstattung zeigt, wie sehr wir Medien brauchen, die frei, ungehindert und fundiert berichten und den Lügen, die neuerdings Fake News oder alternative Fakten heißen, mit umfassender Recherche und klarer Analyse begegnen. Eine freie und offene Gesellschaft, eine moderne Demokratie braucht freie Medien und eine freie Berichterstattung. Unser gemeinsames Ziel, ich hoffe, da sind wir uns einig, muss sein, diesem Ungeist entschieden entgegenzutreten. Diejenigen, die Presse aussperren, Presse einschränken, verunglimpfen, beschimpfen, sind keine Demokraten und haben ganz offensichtlich ein Problem mit den Prinzipien unserer Verfassung. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, liebe Kollegen. Wir müssen unsere Demokratie und die Pressefreiheit entschieden verteidigen. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Wolff, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Kollege Frömmrich hat vollständig recht, wenn er postuliert, dass die Pressefreiheit ein unglaublich wichtiges Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist. Und ich glaube, je komplexer unsere Welt wird, je komplizierter die Zusammenhänge erkennbar werden, umso mehr braucht es sorgfältig recherchierte Fakten und auch sorgfältig recherchierte Zusammenhänge, meine Damen und Herren. Und deswegen muss die Presse eher gestärkt denn geschwächt werden und muss das Grundrecht auf diese Weise auch verteidigt werden. Dem stehen im Moment entgegen ganz verschiedene Faktoren, die wir weltweit beobachten können, aber eben auch in unserem Land beobachten können. Das eine, dass wir manifeste, handfeste Unterdrückung der Pressefreiheit in vielen Ländern haben. Ich nenne nur Russland, ich nenne die Türkei, aber auch sicherlich den Meister der Fehlinformationen seit vielen Jahren China. Dort werden Journalisten unterdrückt, dort werden sie in Gefängnisse gebracht, oftmals getötet, und wir können uns auf keine zuverlässige Information verlassen. Es gibt zum anderen die Ausgrenzung, die Kollege Frömmrich eben genannt hat, durch die AfD, selektive Ausgrenzung zumal, die völlig unzulässig sein muss in einer Auseinandersetzung von Parteien, in einer Selbstdarstellung von Parteien in unserer Republik. Es gibt Gewalt gegen Pressevertreter in unserem eigenen Land, bei Demonstrationen von Pegida, aber ich darf auch durchaus erinnern an Demonstrationen bei der Eröffnung der EZB durch Attac. Auch dort mussten Journalisten polizeilich geschützt werden, meine Damen und Herren. Auch daran wird man erinnern müssen. Wir haben jetzt das Phänomen der sogenannten alternativen Fakten. Das sind keine Fakten, sondern das sind schlicht und einfach Lügen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so muss es auch benannt werden. Wir haben einerseits die Verbreitung von Fake News, und wir haben in Verbindung oftmals damit, aber auch getrennt davon, ein Netz mit Social Bots. Und wenn Sie ein bisschen im Moment recherchieren und schauen, was sich um die Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten abgespielt hat, bei Posts im Internet mit dem Stichwort Inauguration, welche Gegenbewegung sich dann plötzlich entwickelt hat in einer multiplikativen Art und Weise, oder wenn Sie beobachten, etwa gestern im Zusammenhang mit der Vertragsauflösung eines Fußballspielers wegen islamistischen Verdachts, welche Reaktionen im Netz sich dort tausenderweise
gleich multipliziert haben, dann haben Sie eine Ahnung von dem, was im Netz im Moment stattfindet. Und das beginnt auch eine reale Wirklichkeit zu werden, wenn es in dieser Häufung auftaucht. Und dort müssen wir uns zur Wehr setzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen sage ich, ist besonderer Anlass dafür gegeben, zu sagen, jawohl, die Presse, öffentlich-rechtliche, aber auch private, sind quasi die vierte Gewalt in unserem Staat. Nicht in der Verfassung so ausdrücklich vorgesehen wie in der Gewaltenteilung der drei, aber sie sind eine vierte wesentliche Gewalt in unserem Staat. Und das bedeutet selbstverständlich auch eine große Verpflichtung zu solider Recherche der Fakten und der Zusammenhänge, die dargestellt werden. Und, meine Damen und Herren, gelegentlich braucht es dafür auch Zeit. Und solide Recherche bedeutet eben auch, dass man außerordentlich vorsichtig sein muss im Wettlauf mit der Zeit. Wenn Sie sich gerade vor einer Woche die Berichterstattung über das angebliche Verbot der NPD in veritablen Medien wie Spiegel Online oder Zeit Online betrachten, meine Damen und Herren, umso mehr, je mehr die Pressefreiheit gefährdet wird, umso mehr muss Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit der Recherche vorne anstehen, wenn es darum geht, Fakten schnell zu bringen. Und, meine Damen und Herren, von hoher Bedeutung ist, dass wir auch durch staatliche Einrichtungen, die derzeit ja vorgesehen sind, und dass durch Stiftungen, die derzeit vorgesehen sind, auch Fake News entsprechend offengelegt werden. Aber, meine Damen und Herren, von hoher Bedeutung ist es nicht nur, dass sie offengelegt werden, sondern dass sie auch in großer Geschwindigkeit gelöscht werden aus den sozialen Netzen. Auch darauf müssen wir großen Wert legen. Und deswegen ist es von hoher Bedeutung, dass auch die Botnetz-Initiative der Hessischen Landesregierung bundesweit Niederschlag findet und dass wir dort entsprechende Umsetzungen auch finden. Meine Damen und Herren, ich will auf eines durchaus hinweisen. Aber wir haben allen Anlass zur Sorge über die Pressefreiheit, über die Realisierung der Pressefreiheit und über Zustände und Entwicklungen, die die Pressefreiheit und damit unser aller Möglichkeit, uns zuverlässig zu informieren und unsere Meinung zu bilden, entgegenstehen. Es gibt allen Anlass zur Sorge. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, je mehr diese Phänomene auftreten, umso mehr besteht auch die Zuversicht, dass Bürgerinnen und Bürger nach zuverlässigen Informationen suchen, sich orientieren an Medien, die traditionell Vertrauen ausstrahlen und Vertrauen verkörpern. Und, meine Damen und Herren, wenn uns das gelingt, den Wunsch von Menschen nach Orientierung auch entsprechend von allen Seiten, von staatlicher Seite wie auch von den Medien selber mit dem Vertrauen zu rechtfertigen, dann wird auch, so bin ich zuversichtlich, in unserer Gesellschaft ein anderes Bewusstsein als das der Verwirrung wieder Raum greifen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, bin ich dankbar, dass wir heute über diesen Punkt diskutieren, aber auch dankbar dafür, wenn jeder an dieser Stelle seine Verantwortung übernimmt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolff. Das Wort hat die Frau Kollegin Handan Özgüven, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit der Demokratisierung der Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Journalismus in unserem Land zunehmend zur sogenannten vierten Gewalt entwickelt, die die drei staatlichen Gewalten Exekutive, Judikative und Legislative überwacht. Und genau das, meine Damen und Herren, ist Pressefreiheit, so wie sie sein muss und so wie sie in unserem Grundgesetz garantiert ist. Nun zeigen Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit, dass insbesondere im rechtspopulistischen und rechtsextremen Milieu die freie Berichterstattung nicht nur behindert wird, sondern Journalisten regelrecht Beschimpfungen und Bedrohungen ausgesetzt sind. Auf Pegida-Kundgebungen tritt die aggressive Haltung der Veranstalter und Teilnehmer gegenüber der Presse deutlich zutage.
Auf Landesparteitagen der AfD wird Journalisten der Zutritt verweigert. Im Vorfeld eines Treffens von rechtspopulistischen EU-Parlamentariern in Koblenz verkünden die Veranstalter, sich vorzubehalten, Journalisten auszuschließen. Die Bedrohung von Journalisten auf NPD-Veranstaltungen ist gang und gäbe. Der Umgang von AfD und Co. mit der Presse ist für deutsche Journalisten einer, den sie bisher aus eigener Erfahrung nicht kannten. Es muss selbstverständlich sein und bleiben, dass Journalisten unter anderem über politische Themen uneingeschränkt berichten dürfen. Dieses hohe Gut der Pressefreiheit, auf das wir stolz sein können, müssen wir alle, alle demokratischen Kräfte und Parteien schützen und verteidigen, um eine ungehinderte Berichterstattung weiterhin zu gewährleisten. Ein weiteres, relativ neues Phänomen sind sogenannte Fake News. Diese sind gezielt in sozialen Netzwerken gestreute Falschmeldungen, die sich rasant massenhaft verteilen, um die öffentliche Stimmung zu beeinflussen, Wahlentscheidungen zu manipulieren und somit demokratiefeindlichen Interessen dienen. Die Antwort auf Fake News kann aber entgegen der Ansicht einzelner Unionspolitiker auf Bundesebene nicht die Schaffung von neuen Straftatbeständen sein. Solche Rufe nach Gesetzesverschärfungen sind nur hilflose Reflexe. Wir haben gute und funktionierende Gesetze in Deutschland, die sehr wohl geeignet sind, im Falle einer Verleumdung, der üblen Nachrede, Beleidigung und Bedrohung durch die Verbreitung von sogenannten Fake News eine konsequente juristische Verfolgung nach sich zu ziehen. Vielmehr ist es hier notwendig, dass milliardenschwere soziale Netzwerke wie Facebook mehr gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, Falschmeldungen unverzüglich und konsequent löschen und die Möglichkeit vereinfachen, Hassbotschaften oder Falschnachrichten zu melden. Um die Rahmenbedingungen für ein solches konsequentes Verhalten Handeln zu schaffen, müssen die sozialen Netzwerke mehr in die Pflicht genommen werden. Die Androhung von Bußgeldern gegen solche Unternehmen wäre ein Weg in die richtige Richtung. Darüber hinaus stellt der Kampf gegen Fake News natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung dar. Wir alle sind gehalten, Nachrichten, die uns ereilen, nicht ungeprüft entgegenzunehmen oder gar zu verteilen. Insbesondere uns Politiker trifft hier die Pflicht des kritischen Umgangs, nicht nur, aber insbesondere auch in Wahlkampfzeiten. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie, meine Damen und Herren von der CDU, an einen Vorfall vom Sommer letzten Jahres erinnern, als ein Kollege aus Ihren Reihen eine nachweisliche Falschmeldung aus dem Netz ungeprüft weiterverbreitete mit dem Titel „Vorsicht, Dschihadisten in Deutschland bewaffnen sich“. Laut der Frankfurter Rundschau löste die Meldung von Herrn Tippi eine Lawine im Netz aus. Damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt, Ängste nicht weiter geschürt werden und extremes Gedankengut keine Bestätigung findet, müssen wir alle mit einem kritischen und prüfenden Weitblick uns unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung stellen. Danke schön. Herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung ist der Kollege Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Selbstverständlich hören Sie auch von mir, hören Sie auch von meiner Fraktion ein uneingeschränktes Ja zu Presse und zur Meinungsfreiheit.
Das sollte unter Demokratinnen und Demokraten wirklich hundertprozentig klar sein. In der Vorberichterstattung seitens der GRÜNEN-Fraktion wurde darauf aufmerksam gemacht und auch in der Rede von Herrn Frömmrich heute Morgen, dass wir hier eine Situation haben, in der die Pressefreiheit bedroht ist. Danach ging es dann ein bisschen drunter und drüber, und ich weiß immer noch nicht, wen Sie jetzt als die Bedrohung wirklich ausgemacht haben. Deswegen muss man da noch einmal einen Moment nachgucken. Wer ist denn jetzt eigentlich der Adressat unserer Beratungen heute Morgen? An wen wenden wir uns und sagen, da muss sich etwas ändern? Ich will auch darauf hinweisen, dass wenn jemand zu dem Schluss käme, dass die Bedrohung jetzt von neuen Technologien oder den sogenannten asozialen Netzwerken ausginge, doch vergessen hat, dass wir Bedrohungen auch schon früher an die Pressefreiheit hatten, wenn entweder ganze Medienkonzerne wie Berlusconi in Italien die Macht übernehmen und genau diese Pressefreiheit bedrohen oder eben auch Pressefreiheit eben dazu verkommt, der Freiheit einiger reicher Familien Zeitungen veröffentlichen zu dürfen. Das kann an Pressefreiheit nicht ausreichen. Zweitens. Natürlich regt es mich auf, wenn Menschen sich nur noch in abgeschlossenen Resonanzräumen bewegen, dort selber ihre Meinungen oder die auch von Robotern produzierten Meinungen teilen und sich überhaupt nicht mehr mit der Realität auseinandersetzen. Ich warne nur davor, wenn wir anfangen würden, in diesen Bereichen Falschmeldungen zu identifizieren und die Korrekturen zu verlangen, dann ist das a. ein Fass ohne Boden, b. wir kommen schnell in den Bereich von Zensur hinein, und c. wir werden damit nichts ausrichten. Worum es uns als Demokratinnen und Demokraten gehen muss, ist, dass wir in der Realität uns dagegen wehren, wenn, und da ist ein zweiter Grundsatz unseres Grundgesetzes sozusagen der erste Grundsatz unseres Grundgesetzes aufzurufen, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn, wo auch immer, diese Würde angegriffen wird, dann müssen wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen und uns dort gegen physisch wehren in der Realität. Ja, physisch, weil das, ich sag mal, einzige Hoffnungssignal, was ich nach der Inauguration des US-amerikanischen Präsidenten wahrgenommen haben, ist, dass sich 1 Million Menschen auf die Straße begeben haben und gesagt haben, gerade eben ist Schluss. Wir lassen das nicht mehr mit uns geschehen. Das muss in der Realität passieren und nicht in den Medien ausschließlich, nicht in den sozialen Netzwerken. Ja, meine Damen und Herren, auch wir stehen dafür, dass selbstverständlich insbesondere von politischen Ereignissen in unserem Land, in unserer Welt berichtet werden muss und dass jedwede Behinderung von Journalisten in diesem Bereich ausdrücklich zurückzuweisen ist. Ja, auch dazu stehen wir. Aber wir sagen auch, wenn wir für Meinungsfreiheit eintreten, gilt der alte linke Slogan, Ja zur Meinungsfreiheit. Aber Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen. Meine Damen und Herren, in Europa, in den USA haben wir mittlerweile einen Zustand erreicht, wo es schon fast nicht mehr reicht, ich zitiere grob aus der FR von vorgestern, zu sagen, wehret den Anfängen. Die Anfänge sind schon längst gemacht. Wir müssen aufstehen für Meinungsfreiheit. Wir müssen aufstehen für die Würde des Menschen, auch aufstehen für die Pressefreiheit gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat der Abg. Florian Rentsch, Fraktionsvorsitzender der FDP. Herr
Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin den Kollegen dankbar, dass wir dieses Thema heute hier im Parlament diskutieren, und der Kollege Dr. Wilken. Natürlich ist die Frage der Meinungsäußerung auch durch Demonstrationen ein wichtiges Recht in der Demokratie, ist doch unbestritten. Aber ich will offen sagen, dass es doch gar keinen Widerspruch gibt zwischen dem, was Medien machen an Meinungsdiskussionen, was Menschen machen, wenn sie auf die Straße gehen, oder das in einer parlamentarischen Demokratie, was wir hier machen, wenn wir uns in Diskussionen austauschen und um Sachverhalte ringen. Aber da gibt es doch keinen Widerspruch. Alles gehört doch zu dieser Demokratie dazu, und wir sollten alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir diese Demokratie nicht gegenseitig entwerten, weil wir z.B. dieses Parlament in seiner Bedeutung herunterreden. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, meine Damen und Herren. Hier ist ein ganz wichtiger Ort. Hier ist ein ganz wichtiger Ort, und das will ich jetzt einmal parteiübergreifend sagen, auch wenn wir hier hart streiten. Es ist Gott sei Dank nicht so, dass wir eher abschneidend oder in anderer Form hier agieren, sondern dass es immer auch Respekt für die Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen hier gibt, wenn wir hier Meinungen vortragen. Und das, glaube ich, ist stilbildend, auch wenn es hier teilweise hart zur Sache geht. Aber das ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern im Gegenteil. Wir müssen gerade diesen Streit wieder kultivieren. Er ist kein Negativum in einer Demokratie, sondern er ist etwas Positives, wenn man um den richtigen Weg ringt und diskutiert. Und deshalb glaube ich, ist auch das Parlament sollte eher eine Renaissance in der Bedeutung der Öffentlichkeit erleben und nicht das Gegenteil. Meine Damen und Herren, es ist ja unstreitig, und das, glaube ich, können wir gemeinsam feststellen, die Frage, dass Medien Zugang haben müssen zu öffentlichen Veranstaltungen, übrigens auch deshalb, weil diese Parteien, um die es geht, und die wir nicht ständig mit Namen nennen wollen, ja übrigens auch davon profitieren, dass sie vom Steuerzahler mittelbar bezahlt werden, wenn sie bei Wahlen teilnehmen und eine Wahlkampfkostenerstattung bekommen. Ich glaube, wer das in Anspruch nimmt für sich, muss auch in Anspruch nehmen, dass die Öffentlichkeit weiß, was dort diskutiert wird. Ich glaube, nur so rum kann es funktionieren. Die Frage ist doch, warum wollen diese Parteien nicht, dass die Öffentlichkeit daran teilnimmt? Und ich finde, das ist eigentlich die wahre Frage, um die es geht. Was haben die denn zu verbergen? Haben sie denn Angst, dass ihre Argumente so schlecht sind, dass sie der Öffentlichkeit nicht standhalten? Haben sie Thesen wie Herr Höcke, die gegen die Verfassung verstoßen? Was wollen die eigentlich dort diskutieren, was sie uns verschweigen wollen, was sie den Menschen nicht mitteilen wollen? Und ich finde, das ist ein Demokratieverständnis, was alle Menschen, die sich vielleicht überlegen, diese Parteien zu wählen, vor Augen führen sollten. Wer intern ein solches Demokratieverständnis pflegt, wird es auch in Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern so organisieren. Meine Damen und Herren, davor warne ich, dass wir solche Zustände in unserem Land bekommen. Ich will es kurz machen. Ich glaube nicht, dass wir mit einer Wahrheitsbehörde den richtigen Weg erreichen. Das ist ja die Diskussion, die wir zurzeit führen. Was können wir denn tun, um mit diesen Falschmeldungen, mit Fake News, mit dem, was organisiert durch Technologie heute möglich ist, umzugehen? Und ich glaube, es ist die Bildungspolitik, indem wir junge Menschen stark machen, mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen und ihnen ein Demokratieverständnis vermitteln, wie wir es, denke ich, alle hier gemeinsam wollen, dass sie fit sind, um sich eine eigene Meinung zu bilden, dass sie die Kompetenz haben, Unsinn vom Sinnhaften zu unterscheiden, und dass sie die Werte unseres Grundgesetzes wirklich leben und in Anspruch nehmen können, und dass sie auch erkennen, dass es sich lohnt, diese Demokratie zu vertreten. Kollege Schäfer-Gümbel hat gestern bei der Handwerksveranstaltung einen Satz von Georg August Zinn zitiert. Ich halte den für sehr richtig, dass nämlich Demokratie eine Lebenseinstellung, eine Grundeinstellung ist, die man auch leben muss. Und deshalb sind diese Falschmeldungen das Gegenteil von unserer demokratischen Grundeinstellung. Ein zweiter Punkt will ich aufgreifen, was bei uns Frau Kollegin Beer als Bundesgeneralsekretärin der FDP ja vorgeschlagen hat und was, glaube ich, im Parteienspektrum zurzeit diskutiert wird, auch Richtung Bundestagswahl. Ich glaube, ein Fairnessabkommen zwischen den Parteien, die zur Bundestagswahl antreten, jedenfalls der, ich finde, schon traditionsreichen Parteien in Deutschland, die auch hier vertreten sind, die auch für Demokratie einstehen, ein Fairnessabkommen über die Frage, wie geht man miteinander um, wie organisiert man Wahlkämpfe, wie geht man mit diesen Falschmeldungen um, das wäre ein richtiger Schritt, um auch zu zeigen, dass wir uns ein Stück selbst alle ein bisschen auch zügeln, wenn es um die Frage der Wahlkampfauseinandersetzung geht. Und das ist ja nicht immer einfach, wenn man in der Hektik einer Debatte über die Frage von bestimmten Themen diskutiert.
Ich glaube, dass ein, wie Frau Beer vorschlägt, ein unabhängiges Gremium wie der Werberat sicherlich eine gute Idee wäre, das auch parteiübergreifend besetzt werden sollte. Es gibt da ja eine Reihe von Institutionen, jetzt, Kollege Wolff hat das ja auch angesprochen, die da zurzeit auf dem Weg sind. Ich glaube, wichtig ist, dass das eine parteiübergreifende, akzeptierte Struktur hat, denn ansonsten gibt es Richter über Meinungen, die möglicherweise selbst meinungstendierend sind. Etwas technisch ausgedrückt, aber Sie wissen, was ich damit sage. Herr Kollege Rentsch, Sie müssen zum Schluss kommen. Glaube ich, da haben wir Parteien eine eigene Verantwortung. Uns selbst ein Stück auch zurückzunehmen, ein solches Fairnessabkommen wäre sicherlich ein guter Schritt. Diese Wahlen werden dieses Jahr mit Sicherheit aufregender als in der Vergangenheit, weil klar ist, dass das, was wir in Amerika erleben, auch hier wahrscheinlich Einzug halten wird ein Stück weit. Aber ich glaube, wir haben eine eigene Verantwortung, auch eigene Möglichkeiten, uns hier von amerikanischen Wahlkämpfen abzugrenzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wort hat der Staatsminister Wintermeyer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Demokratie und Pressefreiheit sind untrennbar miteinander verbunden. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass die Pressefreiheit im Grundgesetz verankert ist. Dass dies keineswegs selbstverständlich ist, zeigt der Blick auf andere Länder. Sie ist in der Vergangenheit hart erkämpft worden, und sie muss in vielen Ländern der Welt, Frau Kollegin Wolff hat darauf hingewiesen, noch immer hart erkämpft und teilweise auch wieder verteidigt werden. Insofern kann die Landesregierung den Redebeiträgen, die hier vom Rednerpult geleistet worden sind, zustimmen. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung und der damit einhergehende Wandel der Medienlandschaft stellen uns vor neue Herausforderungen. Wir erleben zurzeit einen besorgniserregenden Wandel der Worte, der Werte und der politischen Kultur. Wir erleben Wut, Angst und Hass, demokratische Politik, also die, die wir machen, wird diffamiert, Vernunft und Wahrheit verlieren teilweise ihre Geltung. Die neuen Medien sind für diese Entwicklungen nicht verantwortlich, aber sie treiben den Wandel leider intensiv voran. Fake News sind nicht mit einem Mausklick in der ganzen Welt, werden mit einem Mausklick in der ganzen Welt verbreitet und können nicht wieder eingefangen werden. Und wie durch einen Filter wird oft nur noch das von Menschen wahrgenommen, was die eigene Sicht der Dinge bestätigt, ohne Regulation, ohne jede Validität. Gefälschte Seiten, Social Bots, Trolle, sie können und sie sollen Einfluss nehmen auf die öffentliche Meinung. Meine Damen und Herren, wir dürfen nicht von den sozialen Netzwerken die Menschen manipulieren lassen. Wir dürfen uns auch selbst nicht davon manipulieren lassen. Denn in den sozialen Netzwerken, in denen mittlerweile 30 bis 40% der Meldungen durch einen Algorithmus gefälscht werden können und auch gefälscht werden, ist eine andere Realität als die, die tatsächlicherweise zur Kenntnis zu nehmen ist. Das ist eine harte und, wie auch schon gesagt, intensive Aufgabe für uns alle. Wenn sich jedoch die Gesellschaft aufteilt in verschiedene Lager, die völlig unterschiedliche Versionen des politischen Geschehens für wahr halten und die jeweils andere Version für gelogen, fehlt es an einer gemeinsamen Gesprächsgrundlage und damit auch an einer Grundlage zum offenen politischen Diskurs. Das verschärft Probleme und führt zu einer Entfremdung und spaltet auch schließlich die Gesellschaft. Meine Damen und Herren, der teilweise fanatisch geführte Kampf gegen das Establishment füllt nicht nur in den USA ganze Zeitungen und Netzwerke. Es wird skandalisiert, schließlich muss sich ja was verkaufen. Die Politik hilft übrigens da eifrig mit, weil sie Schlagzeilen will, Tag für Tag. Das führt zu einem wachsenden Unverständnis bei vielen Menschen und zu einer Distanz von denen da oben. Die Handlungs- und Bewegungsmuster deuten jedenfalls darauf hin. Das sollte, meine Damen und Herren, uns alle besorgt machen. Freie und professionelle Medien müssen daher kritische, erklärende Mittler zwischen politisch Handelnden und Bürgerinnen und Bürgern sein. Sie informieren und kritisieren, sie können Meinungen abbilden und bilden, sie können Politik kontrollieren und ermöglichen die Teilhabe an realen politischen Prozessen. Und deshalb
kann es auch nicht sein, dass politische Parteien, die am demokratischen Prozess unseres Landes teilnehmen wollen, ausgewählten Journalisten und Medien von Veranstaltungen ausschließen. Das ist ein massiver Eingriff in die Freiheit der Berichterstattung, und das ist nicht hinnehmbar. Meine Damen und Herren, eine vielfältige, freie, unabhängige und meinungsstarke Presse gehört zu den Eckpfeilern unseres demokratischen Zusammenlebens. Pressefreiheit lebt von der Qualität und der Vielfalt der Medien, von der journalistischen Sachkenntnis, von dem sofortigen Sammeln, Bewerten und Verbreiten von Fakten und Meinungen. Und sorgfältig bedeutet hier auch, sich gelegentlich dem Druck entgegenzustellen, innerhalb von Minuten zu jedem Thema eine Meinung parat zu haben. Meine Damen und Herren, wie aus jeder Freiheit erwächst auch damit aus der Pressefreiheit eine große Verantwortung. Diese Freiheit tragen die klassischen Medien. Diese Verantwortung tragen auch die neuen Medien. Aber soziale Netzwerke müssen wir zudem in die Pflicht nehmen, dass sie ihrer Verantwortung als moderne Nachrichtenquelle auch gerecht werden. Und diese Verantwortung, meine Damen und Herren, tragen wir als Politiker und als Bürgerinnen und Bürger und auch als Medien in einem freien demokratischen Land. Die Verantwortung für eine Debattenkultur im Geiste des Respekts vor der Würde des jeweils anderen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist der Punkt 42 abgehandelt.